Aufstellung des SC Herford gegen Rödinghausen. Und da sagen wir natürlich zum ersten Mal willkommen SV Rödinghausen. Und hier spielt in folgender Aufstellung: im Tor die Nummer 28 Jan Schönwälder, die Nummer 5 Sebastian Plo, die Nummer 8 Benjamin Atazaya, die Nummer 9 Marcel Stippermann, die Nummer 10 Georg Koch, die Nummer 13 Timo Werzi, die Nummer 14 Walde Bayouas, die Nummer 16 Sebastian Block, die Nummer 17 Dimitri Freumer, die Nummer 18 Sebastian Klass, die Nummer 20 Iasan Kalkan. Zweiter Torwart ist Paul Zappala und Trainer des SV Rödinghausen ist Mario Ermisch. Der SC Herford spielt in folgender Aufstellung: im Tor die Nummer 1 Daniel Althoff, die Nummer 3 Mita Kiemazzi, die Nummer 5 Matthias Vano, die Nummer 6 Fabian Fall, die Nummer 7 Julian Mädler, die Nummer 8 Kidamucci, die Nummer 10 Renato Bauer, die Nummer 11 Fabio Serone, die Nummer 14 Samuel Gurke, die Nummer 18 Bischmelger, die Nummer 23 Sascha Wolan. Trainer des SC Herford ist Georg Koch. Das Spiel wird geleitet von dem Schiedsrichter Maria Zalewitsch aus Minden und seinen Assistenten Tristan Eppel und André Ajayo Salomon. Wir wünschen viel Spaß beim Derby. die 38. Spielminute, das 0:1 für den SV Rödinghausen. Torschütze war die Nummer 10, Sören Sieg. SV Rödinghausen, Hausstand ist 0:1 für SV Rödinghausen. So, auf geht's, zweite Halbzeit, Sport Herford, SV Rödinghausen. Beide Mannschaften haben ausgewechselt, beim SV Rödinghausen ging aus dem Spiel die Nummer 16, Sebastian Block, neu im Spiel die Nummer 11, William Uhusu. Und beim Sport Herford ist aus dem Spiel gegangen die Nummer 18, Bischmelger, neu im Spiel die Nummer 13, Philipp Hölscher. In der 62. Spielminute. Neuer Spielstand 1:1. Neuer Spielstand 1:2 für Rödinghausen, die Nummer 13, Timo Werzi. Let's go! Nach 60 Spielen über das 1:3 für Rödinghausen. Torschütze Nummer 11, William Uhusu. Neuer Spielstand 2:3 SV Rödinghausen. In der Begegnung Sportclub Herford, SV Rödinghausen, Endstand 2:3 für Rödinghausen. Der Sportclub Herford bedankt sich für den Besuch, wünsche der guten Nachhauseweg.